Ich bin gerade in Dünsen und ich werde gleich alleine im Wald schlafen gehen. Und ich werde euch beibringen, warum ihr keine Angst haben solltet, alleine im Wald schlafen zu gehen. Und deswegen, glaube ich, laufe ich nach Richtung nach da lang. Also ich weiß zwar nicht wohin mit mir, aber ich glaube, da hinten ist Wald. Deswegen laufe ich nach da lang. Weil das ist geil. Hier sind überall Scheißmücken, die nerven mich. Die sind mir ja in meinen Mund reingeflogen und sowas. Das ist voll scheiße. Die Dinger sind voll cool. Also diese Dinger hier. Die kann ich richtig empfehlen. Aber verwechselt den Baum nicht. Guck mal, hier vorne sind Bienenkanister. Da drüben sind Bienen und Honig drin. Und keine Ahnung, vielleicht beißen und stechen die mich später. Aber genau hier in der Nähe werde ich auf jeden Fall mein Lager ausschlagen. Und zwar, ich werde nach da drüben hingehen und prüfen, ob die mich stechen und beißen über Nacht. Oder morgen oder keine Ahnung wann. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin gerade von dort nach genau hier hingelaufen. Und ich möchte nach Richtung da lang, weil da hinten ist dunkel. Und deswegen ist das voll cool. Weil dunkler Wald ist richtig geil. Da kann man am besten pennen. Das ist richtig geil. Das ist Solo-Übernachtung machen. Genau, deswegen laufe ich jetzt nach Richtung da drüben hin. So, ich bin etwas reingelaufen. Und ich glaube, ich habe hier den perfekten Platz gefunden, wo ich heute übernachten werde. Und zwar direkt mitten im Wald. Das ist ein wunderschöner Platz hier. Dieser Internetempfang ist so richtig scheiße hier. Ich werde jetzt meinen Tarp aufspannen und ich glaube, ich werde euch morgen erzählen, wenn ich ausgeschlafen habe, warum ihr keine Angst haben müsst, draußen zu schlafen und warum ihr das auf jeden Fall machen solltet. Und ich bin sehr gespannt drauf, ob mich Wildschweine und Rehe und Kellerasseln auffressen. Das wird richtig geil sein, wie immer. So, ich habe meinen Tarp aufgebaut. Und hier drin werde ich heute schlafen. Ganz alleine in diesem Wald. Und das ist ein richtig herrlicher Wald. Hier sind ganz viele Waldgeräusche und sowas. Das finde ich richtig geil. Guten Morgen, ich bin auferstanden. Und das war wie immer so richtig geil gewesen, im Wald zu schlafen. Alleine. Ich kann im Wald immer viel erholsamer schlafen als zu Hause. Ich werde jetzt darauf Urin machen gehen. Ich habe hier vorne Urin gemacht. Direkt neben mein Shelter. Und wisst ihr, wozu das gut ist? Das ist Reviermarkierung. Da kommen weniger Tiere an und sowas. Hier Wildschweine und so. Und Füchse. Die riechen das, glaube ich. Also ich weiß das nicht, aber ich glaube daran. Weil ich bin so richtig Testosteron gesteuert. Die Tiere bekommen Angst davor, wenn die das riechen. Glaube ich. Und guck mal, ich bin gerade barfuß. Ich habe meine Füße nackt gemacht und ich laufe hier barfuß durch den Wald durch, durch den Waldboden. Und das kann ich richtig empfehlen. Das ist richtig geil. Das gibt Waldenergie. Geprost! Ich grüße Obibu. Ich grüße Nantes Boreal. Ich grüße Jenaya. Ich grüße Niggy Smiles. Ich grüße Smokey. Ich habe schon weitaus über 100 Mal draußen geschlafen. Ich glaube, ich tendiere eher auf 200 Mal. Also genau, ich habe bestimmt schon 200 Mal draußen geschlafen. Aber das ist meine erste Nacht gewesen in einem A-Frame. Ich habe noch nie unter einem A-Frame geschlafen. Also das ist, das heißt diese Tarp-Aufbau-Variante, die ich gemacht habe. Das war voll cool gewesen, aber das ist mir viel zu klassisch. Das schallt hier überall, das ist voll cool. Der Grund dafür, warum ihr keine Angst haben sollt, alleine im Wald zu schlafen, ist, weil ich habe euch das vorgemacht. Ich habe heute alleine im Wald geschlafen und ich werde auch die nächste Nacht alleine im Wald schlafen. Und mir ist nichts passiert. Und genau deswegen müsst ihr das auch machen. Ihr sollt das einfach machen. Genau. Und besonders hier in Deutschland ist der gefährlichste Raubtier der Mensch selber.
Aber wenn ihr euch genug im Wald versteckt, dann kommt der Mensch auch nicht. Und danach kommt die Zecke. Die Zecke sollte Krankheitserreger haben. Hier Borreliose und diese FMSE oder wie diese Hirnkrankheit nennt. Genau, das soll die irgendwie verbreiten können. Aber ich hatte schon über 100 Zecken gehabt und mir ist noch nichts passiert. Wenn eine Zecke kommt, dann müsst ihr die wegschnipsen. Aber wenn die gestochen hat, dann müsst ihr die auch rausmachen. Und danach kommt sehr lange Zeit gar nichts, weil jetzt sowas wie Wildschweine oder Wölfe oder Füchse oder so, die haben alle Angst vor Menschen und die hauen direkt ab, wenn sie irgendwie was Menschliches sehen oder hören. Oder riechen. So wie man Urin am Baum. Die riechen das und dann hauen die ab, glaube ich. Und das ist auch der Grund, warum man sehr selten auf Wildschweine begegnet. Das heißt, ihr müsst keine Angst vor dem Wald haben. Und ja, ich weiß, dass wenn man das erste Mal alleine im Wald schläft, dass man so eine Angst verspürt. Dass da einem irgendwas passieren kann. Aber das ist vollkommen Bullshit, dass einem irgendwas passieren kann im Wald. Außer man wird von einem Stock erschlagen oder so, im Sturm oder so. Meine allererste Nacht alleine im Wald habe ich mit ganz viel Bier trinken gemacht. Da habe ich ganz viel Bier getrunken, ich glaube 3 Träger oder so. Das ging unter einem besoffenen Zustand sehr, sehr gut. Also ich konnte da sehr gut schlafen alleine im Wald zum ersten Mal. Aber beim zweiten Mal war es genau andersrum. Ich war da komplett nüchtern gewesen. Und dann hatte ich so einen Reh gehört. Der hat mich angebellt, mein Zelt hat er angebellt. Und ich wusste bis dahin überhaupt nicht, was das für ein Tier war. Und deswegen hatte ich dann so eine richtige Angst gehabt. Das war richtig hässlich gewesen, aber als ich recherchiert hatte, dass das ein Reh war, ich blende euch mal den Geräusch mal ein. Genau, so hört sich ein Reh an und man bekommt sofort panische Angst, wenn man dieses Geräusch überhaupt gar nicht kennt. Und deswegen werde ich euch dazu raten, dass ihr, bevor ihr die erste Nacht im Wald verbringt, dass ihr nach Tiergeräuschen, die im Wald vorhanden sein könnten, zu recherchieren. Keine Ahnung, wie hört sich ein bellender Reh an oder wie hört sich ein Fuchs an oder sowas? Oder wie hört sich ein Wildschwein an? Genau, dass ihr darauf recherchiert, weil das wäre für euch einfacher. Wenn ihr vorher die ganzen Geräusche kennt. Von den ganzen Tieren, die vorhanden sein könnten. Mein Tipp für das beste Sicherheitsgefühl für die erste Nacht alleine im Wald ist, holt euch ein Zelt, zum Beispiel ein Wurfzelt oder sowas, und macht den ersten Nächte im Garten oder auf dem Campingplatz oder sowas. Genau, so könnt ihr anfangen. Danach fängt ihr an, unter einer Brücke zu schlafen, wo ihr das Sicherheitsgefühl habt, dass ihr wegen den Autogeräuschen nicht alleine seid. Und danach probiert ihr es einfach mal am Fluss aus. Am Fluss, da fühlt man sich auch irgendwie sicherer, als wenn man im Wald ist. Und danach probiert ihr es am Waldrand aus, sodass ihr einen größeren Ausblick zur Wiese habt. Und dadurch ein größeres Sicherheitsgefühl habt, weil ihr nicht direkt im Wald seid. Und danach geht ihr Schritt für Schritt immer weiter in den Wald rein, bis ihr irgendwann so weit abgehärtet seid, dass ihr genauso wie ich kein Problem damit habt, im Wald zu schlafen. Komplett mittendrin alleine. Das kann ich nur als Tipp mitgeben. Wenn ihr das erste Mal im Wald bivakiert, dann holt euch auf jeden Fall einen Partner. Aber wenn ihr es geschafft habt, das erste Mal im Wald alleine zu schlafen, so wie ich das jetzt gerade mache, dann seid auf jeden Fall stolz auf euch, weil ihr habt eure Komfortzone besiegt. Und darauf werde ich jetzt ein Nudeln mit Bockwürstchen kochen. So, ich habe jetzt den hier dabei. Ich habe zwar einen größeren von der letzten Fanpost, aber der ist mir irgendwie zu sperrig, deswegen lasse ich den zu Hause und koche mit denen dann zu Hause. Aber der hier, der ist voll cool, dieser Titanlöffel. Genau, den hier nutze ich zum Umrühren. Aber der andere Löffel ist auch voll cool. Achso, ganz wichtig, wenn ihr im Wald kocht, dann nutzt auf jeden Fall so eine Unterlage. Das hier ist mein Premium-Schneidebrett. Genau, das nehme ich als Unterlage. Aber wenn ihr im Wald kocht, dann auf jeden Fall Unterlage benutzen. Weil nicht, dass dieser ganze voll cool Wald wegbrennt. Genau, deswegen nutzt man so eine Unterlage zum Kochen. Diese Unterlage ist wichtig. Jetzt kommen diese Bockwürstchen rein, genau.
Die sehen so aus. Seht ihr das? Ich mach da erstmal zwei Stück rein. Oder drei. Genau. Ich mach drei Stück rein. Damit ich das gleich fressen kann. Weil ich hab Hunger. Ich hab den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und das wird langsam dunkle. Weil ich hab Tarpaufbau-Varianten gefilmt. Und hier den Wald genossen und rumgechillt und nichts anderes gemacht. Weil, die scheiß Mücken müssen weg. Weil das ist voll cool, hier im Wald zu sein. Alleine. Das müsst ihr auch mal machen. Fressen ist fertig. Und das schmeckt wieder voll cool. Ich mag das. Aber ich glaube, die Bockwürstchen waren zu lange drin. Die sind ein bisschen napprig. Aber sonst ist es voll cool. Ich mag das. Ich habe gerade aufgegessen und ich wollte euch sagen, dass wenn ihr es geschafft habt, das erste Mal, die erste Nacht alleine im Wald zu schlafen, dass es sich extrem lohnt, diese Komfortzone-Erweiterung. Weil wie geil wäre das denn, wenn ihr anstatt Geld zu sparen, um das dann alle 5 Jahre für einen Urlaub zu verschwenden, dass ihr stattdessen 2-mal in einem Jahr in den Urlaub fliegt, weil ihr keine Hotelkosten braucht, weil ihr überall pennen könnt. Und deswegen ist diese Komfortzone, allein im Wald schlafen zu können, so richtig geil und empfehlenswert. Das kann ich jedem empfehlen. Und deswegen werde ich heute Nacht auch schon wieder hier schlafen. Eine zweite Nacht. Das ist richtig geil, das ist entspannt. Das ist richtig, richtig geil. Dunkel gerade. Hier im tiefsten Wald. Und ich kann es jedem empfehlen, dass ihr es auch genießen solltet, im Wald zu schlafen, alleine. Ohne irgendwie die Befürchtung zu haben, dass irgendwas passiert. Guck mal, da oben, da sind überall Blitze und sowas. Das ist, glaube ich, Trockenblitze und sowas. Also Trockengewitter. Und tut mir den Gefallen und macht das nicht so wie ich. Wenn so ein Blitze kommen, dann sollt ihr nicht draußen schlafen. Aber ich habe jetzt gerade keine andere Wahl, außer draußen zu schlafen, weil hier kommt zu wenig Bus und sowas. Und deswegen komme ich hier nicht weg. Und tut mir den Gefallen. Mann, dieser scheiß Flugzeug, der da hinten irgendwie rumfliegt, der nervt mich. Aber genau, tut mir den Gefallen, wenn hier Gewitter ist oder wo ganz viel Trockenblitz und sowas da ist. Dann schlaft auf jeden Fall nicht hier draußen. Dann wartet irgendwie einen Tag ab, dass wir an gutem Wetter draußen schläft. Also ich hab ja überhaupt gar keine andere Wahl, weil der nächste Bus, da kommt ja erst morgen. Deswegen muss ich hier zwingend draußen schlafen. Aber genau, tut mir den Gefallen und schlaft auf gar keinen Fall, wenn es die ganze Zeit rumblitzt. Wie hier gerade. Und das geht hier so richtig ab. Ich bin sehr gespannt drauf, ob ich diese Nacht überlebe. Aber ich werde hier pennen. Also ich habe keine andere Wahl. Starkregen. Der Regen muss weg. Der Sturm muss so richtig weg. Da ist richtig beschissen, hier zu schlafen. Das macht mich die ganze Zeit nass. Dieser ganze Regen hier vorne, der kommt hierher und macht mich hier die ganze Zeit nass. Das ist voll scheiße. Guckt euch mal an, hier mein Isomatte und mein Schlafsack. Wie durchfeuchtet das ist, weil dieser ganze Regen herkommt. Der ist voll scheiße. Aber zum Glück habe ich hier kein Loch in diesem Tarp drin. Der mir ja auf den Kopf dann spritzt. Aber trotzdem nervt mich dieser Regen. Der Regen muss weg und dieser Sturm auch. Guck mal, was für ein Starkregen jetzt gerade hier ist. Dieser Starkregen muss weg. Der nervt mich total. Der ist richtig beschissen. Der Starkregen muss weg. Und der, guck mal hier. Ich habe meinen Topf so gelassen, damit der Starkregen drin ist. Genau, aber der Starkregen muss weg. Der nervt mich, der stört mich beim Schlafen. Und der macht mich feucht. Das Gewitter wird immer heftiger.
Und dieser Regen, der spritzt hierher. Ich wünschte, ich hätte diesen Tab andersrum aufgespannt. Das ist da irgendwie Wand hab, aber das, der ganze Regen, der kommt hierher. Das ist voll scheiße, es tropft auf den Kopf drauf und so. Der Regen muss weg, das ist richtiger Starkregen. Gewitter mit ganz viel Blitzen und sowas. Dieser Gewitter muss weg. Eieieiei. Der kommt immer näher. Das ist kein gutes Wetter zum Bivakieren. Ich glaube, ich habe noch nie so ein heftiges Gewitter hier in Deutschland erlebt, wie jetzt gerade. Guck mal, wie heftig das hier die ganze Zeit rumblitzt. Das will einfach nicht aufhören. Das geht die ganze Zeit so. So eine ganze letzte Stunde. Starkregen und diese ganze Rum und diese ganze Blitze und sowas. So, es gewittert immer noch stark und immer noch Starkregen ist da. Und guck mal hier, das ist schon dreiviertel voll, mein Topf. Genau, so viel Starkregen ist gerade da. Ich bin prüfend, ob das später so richtig voll ist, mein Topf. Aber ich glaube, langsam fängt es an, dass der Regen abklingt. Das ist gut. Dann wäre ich nicht vor diesem Starkregen genervt und sowas. Das Gewitter ist zwar schon weitergezogen, aber der Regen muss trotzdem weg. Der Regen, der nervt mich, ich will mich hinlegen können, ich bin müde. Weil solange der Regen noch da ist und ich mich jetzt hinlege, also komplett ausgestreckt, dann wird mein Kopf und meine Füße nass. Und das ist scheiße. Deswegen, der Regen muss weg und dann kann ich mich hinlegen. Guck mal, dieser Vollfettkäfer hier vorne, der versucht bei mir Schutz zu suchen. Der ist jetzt gerade da, wo man eigentlich mein Kopf schläft. Genau. Aber egal, der sucht bei mir Schutz und das ist okay. Hauptsache, er hat Schutz vor diesem Vollfettgewitter. Das ist ein voll cool Käfer. So, der Starkregen hat abgeklungen. Und guck mal hier. Ich habe hier eine Lampe mit Rotlichtfunktion. Und die kann ich auf jeden Fall, also diese Lampe hier, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn man draußen alleine schläft. Weil ich will nicht, dass ihr dann draußen erwischt wird, weil ihr zum Beispiel eine normale Lampe da habt. Genau, deswegen holt euch eine Lampe mit Rotlichtfunktion. Weil eine Lampe mit Rotlichtfunktion, die kann man von Weitem schlechter erkennen. Also wesentlich schlechter, als wenn man jetzt so ein helles Licht da hat. Deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Und versucht, so gut es geht, nicht in einem Naturschutzgebiet zu schlafen. Dann sucht euch einen Wald aus, wo kein Naturschutzgebiet ist, wie das hier. Und wenn ihr auf Google nach Naturschutzgebiet Deutschland Karte recherchiert, dann findet ihr eine Karte, wo ihr sehen könnt, wo Naturschutzgebiet ist. Genau. Guten Morgen. Das Gewitter war voll cool und amüsant gewesen. Nicht so langweilig wie die meisten Nächte. Das war cool gewesen, das war unterhaltend. Aber trotzdem, also gut, in diesem Fall wusste ich überhaupt gar nicht, dass so ein Gewitter kommt. Ich dachte, es ist die ganze Zeit voll cool Wetter. Aber trotzdem, wenn ihr wisst, dass ein Gewitter kommt, dann solltet ihr nicht draußen schlafen, weil das ist riskant. Da könnte man von Blitz erschlagen werden oder so, oder von Baum, der runterfällt. Genau. Deswegen übernachtet nicht bei Sturm draußen im Wald. Also vor allem, und erst recht nicht beim ersten Mal, sondern immer bei gutem Wetter, wo kein Regen und sowas kommt, wo kein Sturm und so und Wind und diese Sachen, genau. Sondern bei Windstill und gutem Wetter solltet ihr draußen nicht übernachten und nicht bei Sturm. So wie ich das die letzte Nacht gemacht habe. Guck mal, dieser ganze Wasser hier vorne, das ist vom Sturm aufgefangen. Und da wäre noch viel mehr Wasser drin gewesen, wenn diese ganzen Bäume hier nicht im Weg stehen würden. Genau. Deswegen ist nur so voll. Eigentlich wäre das die perfekte Menge für Koffein, aber weil hier überall diese von den Bäumen runtergefallen ist, also dieser ganze Schmand von den Bäumen, schmeiße ich dieses Wasser hier weg und mache da dann neues Wasser rein, damit ich gleich Koffein machen kann.
weil ich habe noch genug Wasser. Also Leitungswasser und sowas habe ich noch von zu Hause mitgenommen. So, jetzt wird Koffein hergestellt. Mit Koffeinpads. Das sind sogar italienische Koffeinpads, die habe ich noch von Italien. Jetzt wird Koffein gemacht. Das ist bald fertig, also das, in ein paar Minuten. Genau. Das wird gleich so richtig geil sein. Ja, Kaffee draußen in der Natur zu saufen ist geil. Das kann ich nur empfehlen. Das ist schmackhaft. Guck mal, dieser kleine Punkt hier vorne, das ist der gefährlichste Tier von ganz Deutschland, also nach dem Menschen. Genau, das ist eine Zecke. Und die hat mich gebissen, die saugt an mir rum. Und deswegen muss die unbedingt so schnell wie möglich entfernt werden. Und zwar nicht drehen, sondern ziehen. Weil wenn man dreht, dann dreht man den Kopf ab. Aber wenn man zieht, dann dreht man alles ab. Dann hat man auch alles ab. Genau. Die Zecke ist hier dran. Die sieht man nicht, die ist voll klein. Aber genau, ich habe die Zecke erfolgreich entfernt. Wenn ihr im Wald übernachtet habt, dann müsst ihr euch auf jeden Fall die ganze Zeit gründlich untersuchen wegen Zecken und sowas, weil es gibt ganz viele von denen. Und das ist das gefährlichste, das ist nach dem Mensch, und das ist nach dem Menschen das gefährlichste Tier vom ganzen Wald. Ich kann jeden dazu anraten, draußen zu schlafen, besonders jemanden, dem es seelisch nicht so gut ergeht. Also gerade da, wer zum Beispiel an Depressionen oder sowas leidet. Oder irgendwie eine harte Zeit hat, also eine schwere Zeit, den kann ich das am meisten empfehlen, draußen zu schlafen, draußen im Freien. Weil da kommt der Kopf viel klarer wegen dieser Waldduft, weil diese ganze, wie heißt das Ding nochmal, hier gibt's ganz viel frische Luft und sowas und nicht diese Vergasung von Stadtluft, die mich jedes Mal so richtig träge macht. Hier ist man so richtig fit geistig. Und hier, das erfüllt richtig Energie. Das ist so ein richtig friedlicher Ort einfach nur, im Wald zu schlafen. Und man fühlt sich gleich viel, viel besser und man hat auch weniger Sorgen und Stress im Kopf und sowas. Keine Ahnung, macht für die ersten Male, nimmt einen Kumpel mit oder so. Aber tastet euch auf jeden Fall daran, dass ihr irgendwann mal alleine draußen im Wald schläft. Und das ist eine richtig wichtige Komfortzone-Erweiterung. Man fühlt sich viel, viel, viel besser und freier im Leben, wenn man diese Angst bezwungen hat, das erste Mal alleine draußen zu schlafen. Und man es überhaupt gar nicht als schlimm empfindet, draußen zu schlafen, und man es immer und immer wieder machen kann, problemlos, genauso wie ich das machen kann. Das kann ich jedem so richtig ans Herzen legen und empfehlen. So, weil ich gestern vergessen habe, mein Geschirrtuch, mein Besteck, also da ist in diesem Beutel ist mein Besteck immer drin, und diesen Netz, das ist dieser Netz von meinem Kochsystem, für meine Töpfe und sowas, weil ich das vergessen habe, in meinen Tarp reinzunehmen, bevor es gestürmt hat und dieser Starkregen kam, hänge ich das zum Trocknen hier auf. Hier, direkt auf diesen verschimmelten Baum. Das ist richtig geil. Dafür sind Bäume gut, dass man die zum Trocknen da hinhängen kann. Weil die sind noch so richtig nass und so. Deswegen ist das richtig geil, das zum Trocknen zu lassen. Das ist natürliches Trocknen. So, ich habe gerade meinen Tarp abgebaut. Und ich muss sagen, klar, in den ersten Malen würde ich das auf jeden Fall befürworten, dass ihr euch in ein Zelt reinlegt, weil wegen dem Sicherheitsgefühl und so weiter. Man fühlt sich im Zelt einfach viel sicherer als unter einem Tarp. Aber es gibt ein größeres Risiko, dass wenn ihr im Zelt erwischt wird, dass ihr stärker bestraft werdet, als wenn ihr unter einem Tarp schläft. Weil in meisten Regionen unter einem Tarp zu schlafen, gibt es so eine Art Grauzone, sodass man weniger oder gar nicht bestraft wird, wenn man damit erwischt wird. Also zumindest wenn man jetzt nicht in einem Naturschutzgebiet pennt. Und wegen der Grauzone würde ich euch dazu anraten, dass wenn ihr die ersten Nächte unterm Zelt geschlafen habt, dass ihr euch an so einen Tarp gewöhnen solltet. Und da drin die darauffolgenden Nächte pennt. Da gibt es ein höheres Freiheitsgefühl unterm Tarp. Und genau, man ist viel stärker mit der Natur verbunden. Und man hat weniger Stress mit dem Gesetz. Und wenn ihr die ersten Nächte draußen schläft, dann holt ihr euch auf gar keinen Fall ein Zelt, der irgendwie auffällig ist, der irgendwie so orange oder blau oder so ist. Dass ihr nicht entdeckt werdet oder so. Sondern einer in Tarnfarben, wie zum Beispiel dieser Tarp.
Das ist richtig geil, das ist richtig gut Tarnfarben. Also man wird mich von weitem gar nicht erkennen, wenn ich damit rumschlafe. Genau, so ein Ding müsst ihr euch holen. Das kann ich euch richtig empfehlen. So, das hier ist komplett getrocknet. Das ist sehr gut. Ah, scheiße, das ist noch ein bisschen feucht. Ja, ich muss das noch ein bisschen hängen lassen. Genau, bis das komplett getrocknet ist. Damit ich das hier einpacken kann in mein Kochsystem. Genau, wo meine Kochtöpfe sind. Weil hier vorne sind meine Kochtöpfe. Die liegen hier die ganze Zeit draußen rum. Die müssen eingepackt werden, wenn das getrocknet ist. Weil nicht, dass es dann rumschimmelt, wenn ich das jetzt einpacke. Guck mal, hier vorne ist noch eine Zecke. Die muss weg. Und hier vorne habe ich auch eine Zecke. Zecken sind voll scheiße, ich mag die nicht. Die muss auch weg. Ich bin sehr gespannt drauf, wann ich Borreliose und FMSE oder wie diese Kopfkrankheit heißt, hier abspritzen tue über meine Augen und so. Damit ich andere Menschen verseuchen kann damit. Ich freue mich nicht drauf, aber das wird alles dokumentiert. Weil ich bin eine richtige Content-Kreatur und ich muss für euch so viel Content wie möglich liefern. Das ist ganz wichtig. Das ist immer noch meine Outdoor-Zahnbürste, die ist voll cool. So, ich habe gerade meine ganzen Sachen aufgeräumt und Müll habe ich natürlich auch eingepackt. Und guck mal hier, hier vorne ist dieser Abdruck von meiner Isomatte. Und ich möchte euch alle verpflichten, den ganzen Müll, den ihr fabriziert habt, mitzunehmen. Und das auf gar keinen Fall in den Wald liegen zu lassen. Genauso wie ich das mache, weil guck mal, je mehr Müll in den Wald liegen gelassen wird, desto härter werden die Gesetze. Und das ist so richtig fatal für einen Überallpenner wie mir. Deswegen müsst ihr euren ganzen Müll mitnehmen, genauso wie ich das mache. Das solltet ihr mir alle versprechen. Das ist mir ganz wichtig. Weil sonst verbiete ich euch, im Wald zu schlafen. So, ich muss jetzt gerade an diesen Bienenstock da vorne vorbei. Also an diesen Kasten, wo ganz viele Bienen da drin sind. Und da reinscheißen, damit die diese Honig produzieren oder wie das heißt. Ich bin sehr gespannt darauf, ob ich von diesen Honigarschlöchern gleich gestochen werde. Oder aufgegessen werde oder so. Aber genau, ich werde jetzt da dran vorbeigehen. So, ich bin gerade an diesem Bienenstock vorbeigelaufen und weil ich so Testosteron gesteuert bin, ist mir wie immer nichts passiert. Und das ist richtig geil. Buche kann man essen. Ich bin ein idiotischer Lehrer, weil ich euch gezeigt habe, dass draußen schlafen voll cool ist. Weil ab jetzt werden noch viel mehr Menschen draußen schlafen. Deswegen bin ich ein idiotischer Lehrer. Hier vorne geht es zu einem weiteren Video, wo ich ebenfalls bei Gewitter draußen geschlafen habe. Allerdings nicht im Wald, sondern am Gewässer. Mit Dave Goldmann zusammen. Deswegen gibt euch das.